Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute kochen wir ein sehr leckeres türkisches Ofengericht mit Auberginen, Zucchinis, Kartoffeln, kleinen Hackfleisch mit Bällchen, Zwiebel und Tomatenscheiben. Das alles in einer leckeren, ganz einfach zuzubereitenden Tomatensauce. Das Praktische an diesen Ofengerichten ist immer, dass man einfach nur alle Zutaten dekorativ auf einem großen Teller oder einer Auflaufform anordnet und dann einfach mit einer Soße übergießt und das Ganze ab in den Ofen. Und dann muss man nicht mehr viel tun, bis das Gericht eben fertig ist. Und obwohl sie so einfach zuzubereiten sind, schmecken sie immer ganz besonders lecker, mashallah. Wir fangen damit an, indem wir eine große Aubergine in der Länge achteln und dann nochmal zweimal in der Länge durchschneiden und dann in drei Teile wiederum, wie wir das jetzt hier sehen. Praktisch in so, wir stifteln sie sozusagen. Und das gleiche machen wir dann auch mit der Zucchini. Ich habe jetzt hier eine mittelgroße Zucchini dafür genommen. Die schneiden wir jetzt ebenfalls in 16 Teile, so in der Länge, und stifteln sie auch, genauso wie die Aubergine. Und dann werden wir noch 3 bis 4 mittelgroße Kartoffeln nehmen, sie mit der Schale, auch in der Länge, 16 Tellen. Mit der Schale sind sie viel gesünder und schmecken auch immer sehr viel besser, mashallah, finde ich. Deswegen lasse ich die Schale immer absichtlich dran. Ja, und jetzt werden wir eine große runde Form einfetten und darauf dann dekorativ zuallererst die Kartoffelscheiben anordnen. Man könnte natürlich auch einfach eine große Auflaufform für dieses Gericht verwenden. Je nachdem, was man da hat. Jetzt kommen die Auberginenscheiben dazu und werden die auch mal so zwischen 2 Kartoffelscheiben angeordnet, ebenso dekorativ gleichmäßig verteilt hier in der Auflaufform. Und dann werden wir genau das gleiche auch mit den Zucchinis machen. Die werden wir ebenso dekorativ hier anordnen, bis alle Zucchinischeiben dann aufgebraucht sind. Und schlussendlich werden wir noch 2 große Zwiebeln hier nehmen und sie jeweils so in relativ dünne Scheiben schneiden und die dann auch nochmal hier dekorativ überall drauf anordnen. Ich finde, mit Zwiebeln schmecken solche Ofengerichte immer besonders lecker, weil die Zwiebel so einen relativ süßen Geschmack abgibt, mashallah. Und jetzt geben wir noch ein paar gefrorene Hackfleischbällchen dazu. Das Rezept dazu verlinke ich euch unten in der Infobox. Man könnte aber natürlich auch frische Mettbällchen dazu verwenden. Jetzt wenden wir uns der Soße zu und dazu kann man an Kräutern benutzen, was man da hat. Ich benutze jetzt hier den Wunderlauch, den ich noch gefroren hatte, denn der schmeckt ja auch nach Knoblauch, mashallah. Der hat einen ganz besonders leckeren Geschmack. Deshalb können wir auch den Knoblauch hier jetzt weglassen. Und dazu geben wir jeweils einen Esslöffel Paprika und Tomatenmark hinzu. Und das Paprikamarkglas, was jetzt leer ist, das werden wir noch mit etwas Wasser ausspülen, denn wir brauchen sowieso für diese Soße mindestens 300 bis 400 Milliliter Wasser. Und auf diese Weise geht eben auch nichts verloren von diesem Paprikamark. Jetzt kommen erstmal die Gewürze hinzu. Wir haben hier jetzt Oregano, Thymian, Basilikum, Paprika und Gemüsebrühe. Jeweils etwa einen gehäuften Teelöffel. Und dann werden wir das Natursalz mit dieser Natursalzsohle ersetzen. Dazu hatte ich euch ja hier dieses Gesundheitsvideo schon gedreht. Und jetzt wisst ihr sicher auch, warum diese Natursalzsohle noch gesünder als das Natursalz selber ist. Das kann vom Körper einfach viel besser verwertet und aufgenommen werden. Ist eben also noch viel gesünder. Und dafür nehmen wir jetzt etwa 4 von diesen Plastiklöffeln, die wir gerade gesehen haben. Die ersetzen ungefähr 1,5 kleine Teelöffel Natursalz. Jetzt vermischen wir einfach alles gründlich von dieser Soße hier. Verrühren die dann auch nochmal mit einem Milchaufschäumer, damit auch dieses Tomaten- und Paprikamark darin richtig sich auflöst in dieser Soße. Damit haben wir die Grundsoße für dieses Gericht fertig zubereitet und gießen das jetzt über das Gemüse in die Auflaufform. Hinzu werden noch 250 Gramm passierte Tomaten hinzukommen. Ich hatte hier aber jetzt meine Tomatensoße benutzt, die ich noch übrig hatte. Aber das kann man natürlich machen, wenn man möchte. Und dann den Rest Wasser werden wir noch hinzugeben. Hinzu kommen noch 200 bis 300 Milliliter Wasser, sodass wir insgesamt etwa 300 bis 400 Milliliter Wasser für diese Soße benutzt haben. Dann werden wir noch eine Stange Knoblauchbutter hinzugeben. Das ist die Knoblauchbutter, die ich aus dem Wunderlauch selbst hergestellt habe. Dazu hatte ich euch ja schon mal ein Video gedreht. Das verlinke ich euch auch unten nochmal.
Die gibt dem Ganzen auch nochmal einen ganz leckeren Geschmack. Die passt sehr gut zu dem Wunderlauch, den ich jetzt auch in der Soße benutzt habe. Aber anstelle des Wunderlauchs könnte man natürlich auch Knoblauch und andere Kräuter benutzen und eine ganz normale Kräuterbutter dafür verwenden. Inshallah. Und dann werden wir noch eine Tomate in ganz dünne Scheiben schneiden und die auch nochmal dekorativ über dem ganzen Gemüse hier in der Auflaufform verteilen. Die gibt auch nochmal ein bisschen Flüssigkeit an dieses Gericht ab und auch einen leckeren Geschmack. Ja, und damit haben wir jetzt dieses Ofengericht fertig vorbereitet und jetzt kommt das Ganze einfach in den Ofen und wird so lange darin gebacken bei Mittelstufe, bei 175 Grad Celsius, bis alles Gemüse gar sein wird. Das wird nach ungefähr anderthalb Stunden der Fall sein. Und das Ergebnis sieht dann so aus, wie wir jetzt hier sehen. Richtig lecker und der Geschmack ist fast nicht zu überbieten, Mashallah. Einfach ein herrliches Gericht und vor allem so wirklich einfach zuzubereiten, wie ihr jetzt gesehen habt, Mashallah. Zum leckeren Geschmack solch eines Ofengerichtes kommt auch hinzu, dass es meist sehr viel gesünder ist als irgendeine Bratpfanne, weil eben das Gemüse nicht vorher angebraten wurde, sondern roh in den Ofen gekommen ist und dort Zeit hatte, langsam vor sich hin zu garen. Auf diese Weise bleiben doch einige Vitamine immerhin erhalten, inshallah. Man könnte jetzt dieses herrlich duftende, leckere Ofengericht zusammen mit Vollkornreis zum Beispiel servieren. Das haben wir gemacht hier in diesem Fall, aber man könnte es auch einfach nur so alleine essen. Denn Stärke ist ja genug dabei, Fleisch ist auch dabei, man könnte es theoretisch auch ohne Beilage essen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachbacken dieses leckeren Gerichts. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.